Hallihallo, hier kommt geschwind unser kleiner Zeo, das Zebrakind. Triff Mama, Papa und Uroma, Oma und Opa sind wunderbar. Wir schauen bei Zeo rein, dein Freund will Zeo sein. Wir schauen bei Zeo rein, dein Freund will Zeo sein. Zeos Mars-Mission. Ach, hallo, ihr zwei. Hey, Zeo, jetzt liest du ja schon wieder dieses Comic-Heft. Das ist ja auch das Beste von allen. Kapitän Zapp, Weltraumzebra, befindet sich auf einer Mars-Mission. Weißt du was? Warum fliegen wir beide denn nicht auch zum Mars? Na, wollen wir, Elsie? Wollen wir? Na ja, ist gut, wieso nicht? Dann werden wir beide eben zum Mars fliegen. Hurra! Aber warte, vorher muss ich noch 8 Blumen malen. Wie bitte? Noch 8 Blumen? Aber das kann ja noch eine Ewigkeit dauern. Moment, ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn du zum Mars fliegst und dort deine 8 Blumen malst, Elsie? Ja, das ist eine super Idee, Opa. Ich bin mir sicher, dass die Steine und Blumen auf dem Mars noch viel interessanter sind. Ja, meinst du? Aber wo ist denn der Planet Mars? Der ist ganz, ganz weit weg. Aber wir werden ein Raumschiff brauchen, um hinzukommen. Naja, und wo wollen wir bitte ein Raumschiff herbekommen? Aus Opas Raumschiffwerkstatt natürlich. Hm? Cool. Wow! Das wird ja genauso wie Kapitän Zapps Raumschiff. Ja, aber irgendwas fehlt da noch. Jetzt weiß ich's. Es hat ja gar keine Raketentriebwerke. Sieh doch mal. Tja, dann wollen wir doch mal sehen, was wir alles im Raketenzubehörlager haben. Ah, da hätten wir ja auch schon was. Ist ja toll. Hier habe ich 3 Raketentriebwerke. Na, das ist ja schon mal ein sehr guter Anfang. Aber es weiß doch wirklich jeder, dass Kapitän Zapps Raumschiff 4 Raketentriebwerke hat, Opa. Ja, dann brauchen wir natürlich auch 4. Hiermit ernenne ich euch zu meinen Raumschiff-Ingenieuren. Und nun müsst ihr mir ein Raketentriebwerk besorgen. Ja, ist gut. Wird gemacht, Opa. Wir werden schon eins finden. Ein Raketentriebwerk? Aber so etwas habe ich doch gar nicht. Doch, doch, das hast du, da! Ach so, dieses Raketentriebwerk meinst du? Ja, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich euch das geben sollte. Denn da ist noch ein ganz klein wenig Spülmittel drin, wisst ihr? Aber es geht hier wirklich um eine sehr wichtige Mission zum Mars. Also wir brauchen es wirklich. Und wir werden auch vorsichtig damit umgehen. Das versprechen wir. In Ordnung. Aber bringt es wieder mit, wenn ihr zur Erde zurückkehrt. Danke, Mama. Ach, wartet bitte noch einen Moment. Ihr habt nicht zufällig auf einer eurer Missionen meine Vase gesehen, oder? Nein, Mama. Ich bin mir sicher, dass sie vorhin noch auf dem Fensterbrett stand, aber nun ist sie weg. Wir halten unterwegs die Augen offen. Ja, und falls sie auf dem Mars ist, sagen wir Bescheid. Hier ist das Raketentriebwerk. Sehr gut. Und nun, meine Lieben, ist die Zebra 10 startklar. Hurra! Aber vorher braucht ihr noch ein paar Raumfahrerhelme. Das ist ja super. Dankeschön. Na, Zebra 10, bereit zum Start? Alles Roger. Was soll denn das bedeuten, alles Roger? Na, das ist Raumfahrersprache und damit meint man, dass alles klar ist. Ach so, alles Roger. Okay, also dann. Jetzt die Raketen zünden.
6, 5 und 4. 3, 2 und 1. Okay, und nun kommt der Startvorgang. Hey, wir sind jetzt im All. Siehst du das? Ihr befindet euch im Landeanflug. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Jetzt gut festhalten. Alles klar, die Zebra-10 ist gelandet. Hallo. Willkommen. Einen schönen guten Tag. Ich bin der Opa von Mars. Einen schönen guten Tag und ich bin Kapitän Zeo. Und ich bin Kapitänin Elsie. Stellvertretende Kapitänin Elsie. Ich bin hier, um euch meinen Planeten zu zeigen, den Mars. Willkommen im marsianischen Garten von Zebros. Passt gut auf, dass ihr die blauen Pflanzen nicht berührt, Erdlinge. Denn das ist nämlich eine sehr seltene und geheimnisvolle Marspflanze. Sie lässt euch blau anlaufen. Das werde ich in mein Kapitäninnen-Logbuch schreiben. Ins stellvertretende Kapitäninnen-Logbuch. Wow! Hey, sieh doch mal, sogar der Himmel hier ist ja orange. Oh nein! Eins von unseren Raketentriebwerken ist verschwunden. Wir brauchen aber alle vier, um zurückzufliegen. Also das ist aber sehr merkwürdig. Zuerst verschwindet die Vase von deiner Mutter und jetzt auch noch unser Raketentriebwerk. Weit kann der Dieb nicht gekommen sein. Na los, suchen wir ihn. Das ist ja ein Fußabdruck. Der ist ja von einem Außerirdischen. Der hat sicher das Raketentriebwerk geklaut. Aber hier ist doch gar keiner außer uns. Der ist hundertprozentig zu unserer Marsraumstation gegangen. Na los, gehen wir. Warte auf mich. Denn ich bin immerhin der Kapitän. Und wo fangen wir an zu suchen, Kapitän Zeo? Tja, das weiß ich auch nicht. Hä? Eine Seifenblase. Aber wo ist die denn hergekommen? Aus dem Badezimmer. Oh, was macht ihr denn hier? Ach, Oma vom Mars. Du hast also Mamas Vase genommen. Oma vom Mars, sagst du? Ach so, ja, ich verstehe. Alles in Ordnung. Also, ich wollte deiner Mutter ein bisschen beim Frühjahrsputz helfen. Sie haben uns unser Raketentriebwerk weggenommen. Oh, ach, du meinst das hier? Naja, nun ist es leer. Wollt ihr es haben? Oh ja, bitte. Das brauchen wir, weil wir sonst nicht mehr auf die Erde zurückkommen. Danke sehr. Und wenn ihr wieder auf der Erde seid, würdest du die dann deiner Mutter geben? Alles Roger. Ich wünsche euch eine schöne Reise, Erdlinge. Wiedersehen, Opa vom Mars. 3, 2, 1. Und nun sind die beiden gestartet. Seid willkommen zurück auf der Erde. Na ja, aber bist du denn nicht der Opa vom Mars? Ach so, ja, richtig. Hallo, Opa. Hey, hallo alle zusammen. Hattet ihr beide denn Spaß auf dem Mars? Ja, Oma vom Mars
Tyrannosaurus hat uns ein Raketentriebwerk geklaut, aber wir haben es zurückgeholt. Ich bin genauso gut wie Kapitän Zapp. Oh! Wir haben hier was für dich, Mama. Dankeschön, Theo. Wie erfreulich, sie ist ja so schön sauber. Und übrigens, hier, mein Kapitäninnen-Logbuch ist fertig geworden. Stellvertretend. Naja, ist gut, in Ordnung. Ja, ja, schon okay. Du darfst es von mir aus so nennen. Alles Roger, Kapitän Theo. Theo geht zelten. Fahrgeul 1 an Stützpunkt. Ich verlasse jetzt Sektor 7. Ich bin auf dem Weg zum Planeten Zoe, um uns Vorräte zu holen. Theo? Den solltest du mitnehmen. Oh! Danke, Mama. Fahrgeul 1 an Stützpunkt. Wurde soeben mit einem Astronautenhelm ausgestattet. Schönen guten Tag, Theo. Na, was kann ich denn heute für dich tun? Ich habe eine Liste dabei. Ups, Sekunde. Die ist in meinem Astronautenhelm. Ich muss nämlich unbedingt ein bisschen Proviant einkaufen, Mr. Zoe. Ich gehe zelten, müssen Sie wissen. Zelten? Wow. Ja, und was bedeutet das? Was ist denn Prokant? Nein, das heißt Proviant. So nennt man das Essen, das man mitnimmt, wenn man zelten geht. Verstehst du? Ist doch richtig, oder? Ja, ja, Mr. Zoe, genau. Wissen Sie, mein Opa hat ein super Zelt in seiner Garage und ich werde damit campen. Also ich brauche jetzt... Jemanden, der mit dir zum Camping geht, oder? Das geht nicht, Zack. Ich habe schon jemanden, der mit mir zum Camping geht, und zwar Elsie. Aber ich könnte doch mit euch mitkommen, Theo. Tja, weißt du, also irgendwie... Naja, vielleicht wirst du ein andermal mitkommen, Zack, wenn du ein bisschen älter bist. Oh, aber ich bin ein sehr, sehr guter Zelterer, das kannst du mir glauben. So, mein Junge, was brauchst du denn alles? Brot, Butter, 1 Liter Milch für Uroma, eine Büchse Sardinen, ein bisschen Käse, Senf, eine Banane und noch ein paar Sachen. Langsam, langsam, eins nach dem anderen. Hallo, Mama. Hallo, Theo. Was ist los? Warum hast du es denn so eilig? Ich habe alles eingekauft, aber ich habe keine Zeit mehr. Ich gehe mit Elsie zelten. Was? Wie bitte? Das ist sehr schön, Theo. Wir können jetzt zelten gehen. Ich wäre dann soweit. Ich muss erst noch die Bügelwäsche fertig machen. Dann können wir gehen. Kann ich dir helfen? Dann geht's noch schneller. Nein, das muss ich allein machen, Theo. Ja. Das war ja ganz schön schnell. Wow. Und gehen wir denn nun zelten oder gehen wir... Zelten! Ja! So, das Wichtigste zuerst. Wir brauchen jetzt erstmal mein Zelt. Gut, okay. Ich suche auf dieser Seite. Hier ist es nicht. Na also, hier ist es doch. Pock! Wunderbare Zeiten erlebt mein Zelt und ich. Und wie kriegt man diese Stäbe zusammen? Na so. Und dann müssen wir noch einen oben drauf stecken. Gut.
Ihr haltet das fest und ich... Ach du meine Güte. Ich hatte den Aufbau viel leichter in Erinnerung. Gut, und nun einfach drüber ziehen. Ach, das erinnert mich an alte Zeiten. Ich weiß noch, wie ich mal im tiefsten Afrika gezeltet habe. Was? In Afrika? Wann? Oh, also das ist schon sehr lange her. Ich war damals auf einer Expedition im tiefsten und dunkelsten Teil des Dschungels. Und zwar genau mit diesem Zelt. Und eines Nachts wurde ich plötzlich von wilden, grimmigen Tieren umzingelt. Und was für wilde, grimmige Tiere waren das? Ach, du weißt schon, die üblichen wilden und grimmigen mit großen Zähnen. Und, was ist dann passiert? Sie haben mich verschlungen mit allem Drum und Dran. Ach, Opa! Nein, nein, das war Unsinn. Also, ihr müsst bei wilden Tieren immer daran denken, dass sie normalerweise vor euch genauso viel Angst haben wie ihr vor ihnen. Und als sie mich umzingelt hatten, habe ich ihnen einfach einen Schreck eingejagt. Und zwar so. So muss man eben mit wilden Tieren umgehen. Jetzt wollen wir aber zelten, Opa. Hey, Opa! Na? Wie findet ihr denn unser Zelt? Es sieht toll aus. Oh nein, wir haben ja was Wichtiges vergessen. Na, den Proviant. Wenn man nichts zu essen dabei hat, dann ist es auch kein richtiger Ausflug. Da hast du vollkommen recht. Wisst ihr was? Ihr richtet hier schon mal alles ein und ich gehe schnell den Proviant holen. Ist gut, das machen wir. Und dass ihr ja die Augen offen haltet. Vielleicht seht ihr ja ein paar wilde Tiere. Alles klar. Beim Campen kann man nie vorsichtig genug sein. Aha, na das ist ja mal eine Überraschung. Machst du heute etwa das Abendessen? Nein, nein. Ich mache nur für uns Camper ein paar Brote. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Also mal sehen, was könnte ich drauf tun? Hm? Hallo, schönen guten Tag, mein Junge. Hallo. Ich wollte das hier nur vorbeibringen. Theo hat die Sardinen vergessen. Das ist aber sehr nett, dass du sie gebracht hast. Damit hast du ein kleines Problem gelöst. Ja? Hab ich das? Ja. Ich habe nämlich gerade überlegt, womit ich die Brote für die Camper belegen soll. Hm? Ach so. Theo ist also gerade draußen beim Zelten. Ja, genau. Er ist hinten im Garten. Hm. Hm? Na, komm doch rein. Theo, hat denn dein Opa wirklich in Afrika gezeltet? Das weiß ich auch nicht. Aber ein paar wilde Tiere sind ihm sicher über den Weg gelaufen. Ja, bestimmt ganz große. Mit riesengroßen Zähnen und mit furchtbar großen Klauen und... Hm? Was war denn das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach, wahrscheinlich gar nichts. Theo, weißt du noch, was dein Opa gesagt hat? Dass wir wegen der wilden Tiere aufpassen müssen. Ja. Aber hier gibt es doch gar nicht so viele wilde Tiere, oder? Ich? Ja, ja, genau. Das glaube ich auch. Oh nein, ein wildes großes Tier. Wir werden es genauso machen wie mein Opa. Wir beide werden es jetzt einfach verscheuchen. Wie denn? Du weißt doch, was mein Opa gesagt hat. Er hat gesagt, die wilden Tiere haben vor uns genauso viel Angst wie wir vor ihnen. Schon vergessen? Bist du dir ganz sicher? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Wir werden es einfach anbrüllen. Ungefähr so? Ah! Naja, ich dachte mehr so. Oh, Opa! Und Zack ist auch da! Hallo. Was sollte denn das hier eben? Entschuldige bitte, Opa. Wir haben gedacht, dass ihr ein großes, wildes Tier seid. Ach, wir doch nicht. Wir zwei Hübschen sind weder groß noch wild. Nein, sind wir nicht. Wir wollten euch nur was zu essen für euer Zeltlager bringen. Hier. Theo, eine Frage. Macht Camping richtig großen Spaß? Ja, und wie? Und vor allem das mit den großen, wilden Tieren. Zack. Ich habe auch eine Frage. Hättest du nicht vielleicht Lust, mit uns hier zu campen? Yippie! Juhu! Ob ich Lust hätte? Ja, na klar!
habe ich. Oh, oh, oh. Ich muss meinem Vater schnell Bescheid sagen. Ich werde ihm Bescheid sagen. Ich gehe gleich rüber. Und du bleibst hier und zeltest. Ja, ich bleib hier und zelte. Das macht Spaß. Juhu! Ich find's toll zu zelten. Ja, ich auch. Es gibt nur eins, was ich daran nicht mag. Hä? Was denn? Sardinenbrote. Theo läuft weg. Das hört sich an, als wenn du hier eine Party feiern würdest. Nein, du irrst dich. Das bin ich nicht. Haben die sich da unten vielleicht einen Elefanten gekauft? Was meinst du? Monster bitten, etwas leiser zu sein. Wir verstehen nämlich unser eigenes Wort nicht mehr. Hm? Rawr! 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 Das war das Mama-Monster, das dir sagt, dass du leiser sein sollst. Hier könnte übrigens mal wieder aufgeräumt werden. Aber Monster mögen Unordnung, Mama. Nein, Theo, du wirst hier bitte aufräumen. Hey, weißt du was, Puck? Wir laufen weg. Papa! Hallo, Theo. Du hast aber ganz schön viel Krach in deinem Zimmer gemacht. So machen Monster das eben. Sie mögen Chaos sehr gern. Und dieses Monster wird jetzt irgendwo hingehen, wo es wie ein richtiges Monster leben kann. Und darum laufe ich weg. Oh, wir werden dich sehr vermissen. Aber du solltest allen auf Wiedersehen sagen, bevor du uns verlässt. Du hast doch wohl nicht etwa vor, wegzulaufen, ohne dich zu verabschieden. Ja, das ist wahr. Das geht nicht. Hallo, mein Junge. Das ist aber lieb, dass du mich besuchst. Komm rein. Also weißt du, ich werde weglaufen und wollte dir auf Wiedersehen sagen. Ach so, du willst uns also verlassen? Na, da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen. Ich hoffe, dass du ein oder zwei Dinge mit auf deine Reise nehmen wirst, damit du uns nicht vergisst. Ach, warte mal einen Moment. Ich suche nur schnell meinen Lippenstift. Hier. Das soll dich stets an mich erinnern, wo auch immer du gerade sein magst. Danke, das ist sehr lieb. Ich geh jetzt. Warte. Also auf Wiedersehen, mein Junge. Und du machst auch gut. Du, Oma? Na, was gibt es denn, Theo? Mama hat gesagt, dass ich zu viel Krach mache. Und darum werde ich weglaufen. Ich wollte dir nur auf Wiedersehen sagen. Oh, ich werde dich ganz sicher sehr vermissen. Aber wenn du dir das vorgenommen hast... Du musst aber unbedingt etwas zu essen mitnehmen. Du wirst sicher Hunger kriegen.
Wollen wir nicht noch ein paar Schokoladenkekse für die Reise backen? Ich sollte jetzt aber wirklich losgehen. Naja, also ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Ich könnte noch hierbleiben. Gut, schütte die Schokostückchen da rein und dann musst du umrühren. Tolle Reaktion, Oma. Danke. Weiß dein Opa schon Bescheid? Nein, noch nicht. Von ihm musst du dich aber auch noch verabschieden. Er wird dich wirklich sehr vermissen. Und mir wirst du auch fehlen. Geh und sag allen auf Wiedersehen und in der Zwischenzeit sind die Kekse dann fertig. Du willst also von zu Hause weglaufen. Aber hier wird es ohne dich nicht mehr dasselbe sein. Suchen wir mal ein paar Dinge zusammen, die du mitnehmen kannst. Was denn für Dinge? Oh. Sei vorsichtig, Opa. Tja, ich mache hier ganz schön viel Radau, nicht wahr, mein Junge? Aber längst nicht so viel wie ich vorhin. Ah, hier ist er ja, mein alter Rucksack. Das Ding hatte ich schon, als ich so alt war wie du. Puh, der riecht aber merkwürdig. Ja, den habe ich immer zum Angeln mitgenommen. Ein alter Kompass. Den wirst du sicher gut gebrauchen können. Wow! Also, das ist Norden und das ist Süden. Und wenn du nach Hause willst, dann musst du einfach nur der Kompassnadel folgen. Naja, also natürlich nur dann, wenn du wieder nach Hause kommen möchtest. Aha, meine treue Taschenlampe. Die brauchst du ganz sicher, wenn es dunkel wird und du einen Platz zum Schlafen suchst. Ein Platz zum Schlafen? Und da wir gerade vom Schlafen sprechen, tada, das ist meine treue Hängematte. Ach, die ist absolut perfekt für ein Schläfchen. Naja, vielleicht auch nicht. So wie es aussieht. So, ich habe dir Schokoladenkekse eingepackt. Die kannst du alle mitnehmen. Super. Auf Wiedersehen, Oma. Auf Wiedersehen, Opa. Bis bald. Mach's gut, Theo. Und pass auf dich auf. Wir werden dich vermissen. Ja, also ich, okay. Wiedersehen. Park, in welche Richtung sollen wir gehen? Ja, zu Hause ist Richtung Süden. So wie Opa gesagt hat. Theo! Oh, guten Tag, Elsie. Was hast du denn vor? Ich versuch, nicht gerade für eine Richtung zu entscheiden. Aha, und warum? Weil ich weglaufen will. Und deswegen schaue ich auf meinen Kompass. Was? Du willst weglaufen? Wissen deine Eltern Bescheid? Yep. Sie finden, dass ich einfach viel zu viel Lärm mache. Deswegen will ich weg. Sehr weit bist du ja nicht gekommen. Noch nicht. Ich wollte nur einen von Omas Schokoladenkeksen essen, bevor ich gehe. Willst du einen? Oh ja, furchtbar gern. Sieh mal, es wird bald dunkel. Hey, du hast doch nicht etwa Angst, oder? Was, Angst? Natürlich nicht. Ich kann nicht nach Hause gehen. Mein Zimmer ist noch ganz chaotisch. Willst du denn weiterhin so einen Lärm machen? Nein. Na, dann helfe ich dir einfach beim Aufräumen. Also, das ist eine gute Idee. Ja? Theo! Da bist du ja wieder. Ja, genau. Und das gestreifte, mächtige Monster vom Planeten Garg auch. Wow!
Elsie, Abendessen! Ich muss gehen. Danke, dass ich hier sein durfte. Wir wussten gar nichts davon. Ja, Theo, ich bin froh, dass du nicht weggelaufen bist. Ja, das bin ich auch. Das war wirklich ein ganz fantastisches Essen. Vielen Dank. Theo, was hättest du denn gegessen, wenn du doch weggeblieben wärst? Natürlich ein paar von Omas Schokokeksen. Ja, und dann noch Steine. Monster essen Steine nämlich furchtbar gern. Theos Fahrrad. Fahren? Nein, ich hab doch gar kein Fahrrad. Ach ja, hab ich vergessen. Kannst du dir nicht eins leihen? Ja, vielleicht. Du, Opa, wie findest du hier eigentlich jemals etwas wieder? Also, da ich ja grundsätzlich nie etwas wegwerfe, weiß ich auch ganz genau, dass das, was ich suche, hier irgendwo sein muss. Und dann stelle ich eine Kiste dahin und die andere dorthin. Aha, da ist es ja. Ist es nicht herrlich? Das ist mein altes Fahrrad. Der Korb ist aber ganz schön groß, oder? Ja, das ist auch sehr praktisch. Und der Sattel ist ja so hoch. Ach, den kann man ganz leicht verstellen. Naja, ist denn das Fahrrad nicht ein bisschen zu groß für mich, Opa? Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich muss nur einiges verstellen und dann ist es perfekt. Hallo, Zack. Oh, wow. Unglaublich, wann hast du denn dieses Wahnsinnsfahrrad bekommen? Gestern, meine Mama hat es mir geschenkt. Du bist echt so ein Glückspilz, Elsie. Oh. Ja, ich weiß. Das müsste die richtige Höhe für dich sein. Nun versuch es doch mal, Theo. Na also, es geht doch. Die Pedale hauen hin und an den Lenker kannst du auch rankommen. Aber das Vorderrad ist doch platt. Das Loch ist ganz klein. Oh Mann, dann kann ich das Fahrrad doch jetzt überhaupt nicht benutzen, Opa. Ach Unsinn, das werde ich in ein paar Minuten in Ordnung bringen. Ach, habe ich dir denn schon erzählt, dass ich mal ein ganz großes Rennen in Frankreich gewonnen habe? Und zwar mit diesem Rad. Tja, Theo, das waren noch Zeiten. Hast du Lust, ein bisschen mit mir zu schaukeln, Elsie? Nein, tut mir leid, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich warte auf Theo. Super, Elsie, dann können wir doch alle zusammen ein bisschen schaukeln, oder? Nein, wir wollen ein bisschen Fahrrad fahren. Ihr wollt Fahrrad fahren? Ist ja cool. Kann ich vielleicht mitkommen? Aber du hast doch gar kein Fahrrad, oder? Theo doch auch nicht. Ja, er borgt sich eins. Ich kann mir doch aber auch eins borgen. Aber Theo wird bald hier sein. Das ist doch völlig egal. Ich werde euch ganz sicher einholen. Ein anderes Mal, ja? Wenn du ein eigenes Fahrrad hast, dann werden wir auch jeden Tag fahren. Versprochen. Und nun ist es so gut wie neu. Vielen, vielen Dank, Opa.
Das ist, Perfekt. Theo! Hm? Ja, ich hab gewonnen, Elsie! Oh, na, mit solchen Bremsen kann man ja super schnell anhalten. Also dein Fahrrad ist ja wirklich ganz schön schnell, Opa. Vor 50 Jahren ist das noch ein hochmodernes Fahrrad gewesen. Aber hab ich dir denn schon erzählt, dass ich dann... Aber dieses Mal werde ich gewinnen. Nein, das wirst du nicht. Was passiert? Alles okay. Aber mein Roller ist kaputt. Na los, komm. Wir sammeln jetzt erstmal alle Teile ein. Ja, aber wozu denn? Das Ding ist doch ein völlig nutzloser alter Roller. Das kann man nie wissen. Oh. Also, dein Fahrrad ist ja viel zu groß für mich, Theo. Zack, Vorsicht! Ein Unfall für heute reicht völlig. Mein Fahrrad, es fährt nicht mehr weiter. Hm? Du hast einen Platten. Aber das Fahrrad ist doch ganz neu. Tja, vielleicht bist du über einen spitzen Stein gefahren. So was Doofes. Keine Sorge, ich kenne da jemanden, der das reparieren kann. Opa? Der Roller ist kaputt und Elsies Fahrrad hat einen Platten. Na, das ist doch mal eine Herausforderung. Mein neues Fahrrad ist kaputt, aber dein altes läuft ganz super, Theo. Das ist auch ein ganz besonderes Fahrrad. Opa ist damit vor vielen Jahren ein ganz großes Rennen gefahren. Und er hat gewonnen. Wow, der muss erst aber sehr schnell sein. Ja, genau. Und es hat auch ganz tolle Bremsen. Und Opa hat gesagt, dass man mit diesen Bremsen auch super schnell anhalten kann. Ich hätte auch gern so einen Korb an meinem Fahrrad. Solche Fahrräder werden heute überhaupt nicht mehr gebaut, Elsie. Und jetzt an die Arbeit. So, bitte, Zack. Jetzt hast du einen ganz perfekten Roller. Dankeschön. Toll. Ist ja super. Jetzt ist er ja 1 Million Mal besser als vorher. Aber du musst dich um deinen Roller kümmern. Du musst ihn regelmäßig ölen und die Räder überprüfen. Hörst du? Und wenn du das machst, wird er genauso lange halten wie Zeus Fahrrad. Ja. Und nun zu dir, Elsie. Jetzt werde ich mir mal dein Fahrrad ansehen. Wie du. Jedes Fahrrad sollte so eine Klingel haben. Ja, genau. Und auch so einen Korb. Der ist nämlich ganz furchtbar praktisch. Jetzt hast du ein ganz neues Fahrrad mit ganz alten Teilen dran. Danke.
Dankeschön. Es war mir ein großes Vergnügen. Du bist ja so schlau, Opa. Ach, Dinge zu reparieren gehört nun mal zu den Aufgaben eines Opas. Theo, also dein Opa ist einfach toll. Er ist der beste Opa von allen. Theo, der Krankenpfleger. Wow, also diese Tretautos sind einfach toll, Opa. Ich kann es kaum erwarten, sie Elsie zu zeigen. Elsie, bist du bereit fürs Rennen? Ich warte schon seit einer Ewigkeit. Die sind ja super. Finde ich auch. Das hat doch Opa toll hingekriegt, oder? Aber nur mit der Hilfe seines Assistenten. Ja, ich habe sie angemalt. Dürfen wir jetzt damit fahren? Ja, natürlich. Gut, wer von euch als erster das Haus umrundet hat, hat gewonnen. Okay, ist gut. Warte, ich muss erst noch den anderen Bescheid sagen. Das große Autorennen fängt gleich an. Oh, verstehe. Das dürfen wir auf gar keinen Fall verpassen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Wir beide werden gleich rauskommen. Ja! Papa! Ich werde schnell Uroma Bescheid sagen. Sie möchte das Rennen bestimmt auch sehen. Oh ja, ja, sie liebt Autorennen über alles. Papa! Papa? Ja, Theo? Kommst du raus? Das Rennen fängt gleich an. Ich komme. Beeil dich! Oh, halt, Vorsicht! Hast du dir wehgetan? Ach, es ist nicht so schlimm. Mir geht's gut. Ich bin ausgerutscht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Na komm, Schatz. Stütz dich auf mich. Langsam. Ich werde gleich mal Salbe und Verbandszeug holen. Wie lange sollen wir denn noch warten? Tja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht solltest du mal nachsehen, wo sie alle bleiben. Ja, okay. Wie geht's dir denn jetzt? Ach, schon sehr viel besser. Danke, Schatz. Mama, Papa, Oma, was ist? Wir warten auf euch. Hey, was ist denn passiert? Ach, ich bin auf den Stufen ausgerutscht und habe mir den Knöchel verstaucht. Wenn Papa ein paar Tage Ruhe hat, ist alles wieder in Ordnung. Und hast du Schmerzen? Nein, nein, keine Sorge, es tut überhaupt nicht weh. Dumm ist nur, dass ich den ganzen Tag hier rumsitzen muss und nichts machen kann. Ja, genau wie ich, als ich mir im letzten Winter die Zebragrippe eingefangen habe und im Bett bleiben musste. Und das ist ja so langweilig gewesen. Ja, ich befürchte auch, dass mir langweilig wird, wenn ich gezwungen bin, den ganzen Tag hier rumzusitzen. Nein, keine Sorge. Dir wird nicht langweilig. Dafür sorge ich. Aber was wird denn dann mit eurem großen Rennen? Du bist doch wichtiger als ein Autorennen, Papa. Das ist wirklich lieb von dir. Das Rennen findet nicht statt. Ich muss mich doch um meinen Papa kümmern. Aber du kannst natürlich trotzdem im Garten rumfahren, Elsie. Hast du was dagegen? Aber nein, gar nicht. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Hallo! Du bist dran. Papa und Theo, hallo, du bist dran.
Entschuldige, Papa. 6. Und 1, 2, 3. Sie gewinnt das Rennen. Drei, vier, fünf, sechs. Zeo, bist du sicher, dass du Lust hast, noch weiter zu spielen? Nein, irgendwie nicht. Ich werde ein anderes Spiel holen. Also ich denke, dass Papa es gar nicht merken wird, wenn ich mal schnell ums Haus rumfahre. Zeo. Ja? Oma war sehr beeindruckt, als ich ihr gesagt habe, dass du auf das Rennen verzichtest, um Papa zu helfen. Und deswegen kriegst du von ihr zur Belohnung ein ganz großes Stück Schokoladenkuchen. Yippie! Oh, ach, Papa wartet ja auf ein neues Spiel. Hast du denn die Tochter von der Bäckerfamilie? Zeo. Oh ja, ach, die Tochter. Ja, hier ist sie. Nein, ich meinte die Tochter des Bäckers, nicht des Fischers. Das war ein Fehler. Wieso gehst du denn nicht raus? Du könntest doch ein bisschen mit Elsie spielen. Aber was wird denn dann mit dir? Das ist kein Problem. Ich lese ein bisschen Zeitung. Schokoladenkuchen für einen besonders lieben Zebrajungen. Vielen Dank, Oma. Es ist mir ein Vergnügen. Ist schon okay, Papa. Ja, echt. Ich werde mich nicht mehr von Elsie ablenken lassen. Ja! Zeo? Ich bin so müde geworden. Es ist Zeit für ein kleines Schläfchen. Wäre es dir recht, wenn wir nachher weiterspielen? Oh, willst du denn wirklich schlafen? Ja, ist gut. Aber ruf mich, wenn du wieder wach bist. Warte, ich komme. Zeo, jetzt können wir ja doch ein Rennen fahren. Also dann, auf die Plätze, fertig. Los! Hallo, ich wollte nur sehen, wie es dir nach deinem Unfall so geht. Was macht der Knöchel? Dem geht's schon besser, seit ich ihn ruhig gestellt hab. Nanu, wo ist denn Zeo? Zeo, pass auf! Das tut mir wirklich leid, Elsie. Das war meine Schuld. Ist doch nicht so schlimm. Kann man das wieder reparieren? Ja, ich denke schon. Aber wo warst du denn mit deinen Gedanken? Na, bei Papa. Er ist aufgewacht. Und solange er nicht laufen kann, macht mir das alles hier keinen Spaß. Deswegen werde ich jetzt auch wieder reingehen. Aber weißt du was? Wir können ihn noch fragen, ob er beim Rennen mitmachen will. Was? In seinem Sessel? Ja. Eine Frage. Könntest du nicht vielleicht Räder an seinen Sessel schrauben? Ja, aber natürlich. Das ist ja eine tolle Idee. Brumm, brumm. Na, das macht ja richtig Spaß.
Das war wirklich eine sehr gute Idee, Zeo. Jetzt ist mir überhaupt nicht mehr langweilig. Danke. Fahr aber bitte nicht zu schnell, Papa. Pass auf den Knöchel auf. Ist gut. Oh nein, du überholst mich schon wieder. Ja! Ja! Hurra! Ja! Und der Gewinner ist Zeo! Ja! Die Ballonfahrt. Ich bin höher! Ja, und jetzt bin ich höher! So, und jetzt bin ich wieder ganz oben! Oh. Hm. Das ist ja gerade das Lustige am Wippen. Mal ist man ganz oben, aber dann geht's wieder runter. Doch man bleibt niemals lang oben oder unten. Oh, was ist das für ein Geräusch? Ob das ein Tier gewesen ist? Ein Löwe? Oder vielleicht ein Bär? Oder... Was ist denn? Vielleicht war das ein feuerspuckender Drache. Quatsch, es gibt doch gar keine Drachen, Zeo. Aber das hört sich wie ein Drache an. Mit Feuer hat es was zu tun, aber sicher nichts mit einem Drachen. Hm? Seht mal, ein Heißluftballon. Oh, wow. Aber was macht der denn hier, Opa? Das sehen wir uns mal an. Der ist aber wirklich sehr, sehr hoch. Treten Sie ruhig näher. Holen Sie sich ein Ticket. Unser Angebot gilt nur noch eine Woche. Fahren Sie mit uns weit, weit in den Himmel. Eine Ballonfahrt? Das würde ich auch gern machen. Gut. Wartet hier, Kinder. Der Korb sieht aber sehr klein aus, finde ich. So hoch kommst nicht mal du, Puck. Zeo, was ist denn los? Hast du denn gar keine Lust, mit dem Ballon zu fahren, hm? Zeo, Elsie, seht mal. Hm? Hier habe ich drei Karten für eine Ballonfahrt. Eine ist für mich, eine ist für Elsie. Toll, danke schön. Und eine ist für Zeo. Für wann denn? Morgen früh geht es los. Wie hoch werden wir ungefähr fliegen, Opa? Na ja, also 100 Meter dürften es schon sein. Was, 100 Meter? Das ist ja ganz schön hoch. Wenn ich nur daran denke, wird mir schon schwindelig. Ach so. Ach, es geht mir heute gar nicht gut. Oh Mann, Puck. Wie kann ich mich denn nur auf eine Ballonfahrt vorbereiten? Ich will Opa und Elsie auf gar keinen Fall den Spaß verderben. Aber ich habe auch keine Lust, allein hier unten zu bleiben. Jetzt habe ich ja meine Füße auch nicht auf dem Boden. Und mir ist nicht schwindelig. Hey, ich werde es schaffen. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Aber wir müssen noch sehr viel höher. Nein. Nein, das ist nicht hoch genug. Aber ich habe schon etwas weniger Angst. Noch ein Stock höher. Das war's. Höher geht's in diesem Haus nicht, Puck. Mir ist nicht schwindelig. Hurra! Bam, bam. Oh. Oh nein. Nein, ich hab Angst. Das ist mir viel zu hoch. Ich kann das nicht. Zeo, was ist? Weißt du, ich habe solche Angst vor der Ballonfahrt, Opa. Ich glaube nicht, dass ich mit euch mitfahren kann. Es ist völlig normal, dass man Angst davor hat, in die Höhe zu gehen. Aber ich weiß ganz genau, wie ich dir da helfen kann. Hallo, Zeo. Was kann ich heute für dich und deinen Opa tun?
Kreide vielleicht? Vergrößerungsglas? Springbohnen? Nein, nein, danke, Mr. Zoe. Also, wir machen morgen eine Ballonfahrt und, Und Theo muss sich erst an den Gedanken gewöhnen, hoch oben in der Luft zu sein. Oh, da habe ich etwas für dich. Spiel doch einfach ein bisschen mit diesen kleinen Luftballons hier. Vielleicht fällt es dir dann leichter, mit einem großen aufzusteigen. Ja, ist gut. Ach, Pock, das ist eine Katastrophe. Noch ein Versuch. Was ist, wenn das mit dem großen Ballon passiert? Die hier haben mir auch nicht geholfen, Opa. Entweder sausen sie wie wild herum oder sie fliegen einfach davon. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Warum siehst du dir nicht einfach mit Pock ein paar Sachen an, die sich in der Luft befinden? Ja, das kann ich tun. Und dann zeige ich dir jetzt etwas, das dir helfen wird, deine Angst zu besiegen. Versprochen. Was ist denn hoch oben in der Luft? Baumwipfel sind ganz schön hoch, oder? Das scheint ja gar nicht so schlimm zu sein. Und der Drachen ist sogar noch viel höher als die Bäume. Kann der denn noch viel höher fliegen als du, Puck? Du müsstest eigentlich so hoch fliegen können wie die anderen Vögel. So hoch oben zu sein, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Na, was ist? Hat es dir denn geholfen, in den Himmel zu sehen? Ein bisschen. Ich habe gesehen, dass es Pock Spaß macht, immer höher und höher zu fliegen. Soll ich dir was sagen? Er ist fast so hoch wie der Heißluftballon geflogen. Und nun zeige ich dir was. Das hier ist ein Heliumballon. Eine Mini-Ausgabe des Heißluftballons. Ist ja toll. So, und nun lass ihn los. Und dann musst du dir ansehen, wie hoch dieser Ballon fliegen kann. Oh, der saust nicht weg und der schwebt nicht weg. Oh, vielen Dank, Opa. Also ich glaube, ich will morgen doch mitfahren. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe die ganze Nacht von Ballons geträumt. So, jetzt sind wir dran. Es muss gleich losgehen. Sieh mal, dass ich mich so aufstehe. Ich stehe alle rein. Komm, wir wollen starten. Na komm, Theo, hab keine Angst. Das ist vielleicht unsere einzige Chance, mit dem Ballon zu fahren. Es wird gut gehen, Theo. Du musst einfach an alles denken, was du oben am Himmel gesehen hast. So funktioniert der hier auch. Wir steigen auf und nachher lasse ich ihn wieder hier unten landen. Okay? So einfach ist das. Rauf und runter. Ich will kein Risiko eingehen. Ich werde meine Augen zumachen. Dann wird mir nicht schwindelig. Alle bereit? Na dann hoch mit euch allen! Wie schön! Seht euch das doch mal an! Wow! Unglaublich! Einfach toll! Sieh mal, Theo! Ja, das ist wirklich ganz toll. Na, wie findest du das? Ich kann gar nicht verstehen, warum ich solche Angst hatte.
hatte. Jeder von uns hat mal Angst vor etwas Neuem, das ist normal. Aber wenn man seine Angst überwindet, dann wird man auch dafür belohnt. Ja! Na, hat's Spaß gemacht? Oh ja, es war super toll. Dankeschön. Ja, es war absolut klasse. Vielen Dank. Ich will noch mal nach oben. Da musst du dich aber etwas gedulden. Es wollen ja noch ein paar andere Leute fahren. Willst du wirklich noch mal in den Ballon steigen, Theo? Ja, natürlich. Ich will noch mal eine lange Ballonfahrt machen, ohne Seil. Und am Himmel herumfliegen und ganz, ganz weit nach oben steigen. Na, da bist du aber sehr viel mutiger als ich, Theo.